Und damit herzlich willkommen zurück zu X4 Foundations. Wir machen das noch schnell, diese Mission hier mit diesem kriminellen Verkehr zerstören. Da muss ich natürlich jetzt auch wieder ein bisschen aufpassen, dass ich nicht versehentlich die Station treffe. Allerdings hat sich das jetzt schon wieder mit dem Verkehr. Zumindest das eine Schiff, was ich eben gesehen habe. Wieso? Da ist es. Kurzstreckentransporter C. Wollen wir hoffen, dass der jetzt nicht irgendwo da reingebackt ist. Nee, da kommt er mir entgegen. Da warten wir auch, bis er an uns vorbei ist. Und dann sind wir sicher auf jeden Fall. Massentransporter F. Ich werde die Station nicht erwischen wieder. Massentransporter F. Das sind auf jeden Fall keine Stationssicherheitsschiffe. Das heißt, da habe ich. Oh, du Schiff, was machst du mit mir? Yo, dramm mich einfach. Hast ja recht. Mich würde mal interessieren, warum die kriminell sind. Wahrscheinlich irgendwelche Schmuggler oder so, die sich als normale Massentransporte tarnen. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich werde ja nämlich dauernd gerammt von den ganzen anderen hier. Tourboss B. Warum man jetzt so einen Tourbus vernichten muss? Stopp diesen Kriminellen. Massentransporter. Aber ja, sie sind als kriminell gekennzeichnet, also. Tourboss B. So, abgeschlossen. So. In der letzten Episode habe ich ja noch gesagt, ich will mir das mit dem Agnus-Steak auf jeden Fall nicht ergoogeln. Das stimmt. Aber wenn mir einer meiner netten Zuschauer einen Hinweis gibt, in dem Fall war es wieder, und das habe ich auch eben erst gesehen, der gute Mart74 hat gemeint, er hätte mal Agnus-Steak in Leuchtendes Versprechen bei dem Ausrüstungsdock bekommen. Das wäre dann dieses hier. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir da mal gucken. Also auf Hinweise von Zuschauern in den Kommentaren, denen gehe ich natürlich nach. Danke für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Wir haben mal 1000 Credits bekommen, warum auch nicht. War ja eigentlich meine Hauptaufgabe, hier 6 kriminelle dingfest zu machen. Oder naja, dingfest ist nicht... Dingfest ist ja nicht ganz richtig, sondern eher aus dem Verkehr zu ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, fliegen wir mal ein leuchtendes Versprechen, das ist ja nicht so weit weg. Und dann gucken wir mal, ob der gute Mart74 recht hat. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir geht das immer so, wenn ich halt offene Quests habe. Gut, hier ist jetzt nicht ganz so extrem, weil man ja hier von, ich sag mal, generischen Quests überflutet wird. Aber ich hasse das, wenn man unerledigte Quests irgendwie hat. Argonen gegen Xenon. Ja, da würde ich eigentlich auch viel mehr was machen, aber Satelliten im feindlichen Gebiet benötigt. Da müsste ich mir dann irgendwie mal eine Xenon-Region suchen, die vielleicht nicht direkt so überlaufen ist, wobei hier steht einfach. Ne? Auf dem Xenon-Stationsscan sehe ich auch nicht als das Problem an. Und ich glaube, die sind wenig bis gar nicht bewaffnet. Also zumindest die Sonnenkraftwerke sind, glaube ich, nicht bewaffnet. Bei Verteidigungsstationen sollte das anders sein. Macht auch Sinn bei einer Verteidigungsstation. Denn was wäre sinnloser als eine Verteidigungsstation, die sich nicht verteidigen kann?
Naja, wir sind jetzt auf dem Flug. Der Autopilot macht hoffentlich den Rest. Habe ich gerade eine Mine getroffen? Ich habe ein Schild verloren. Okay. Das ist halt echt überall gefährlich. Kann es nicht anders sagen. Genau, hier kommt auch weiter Geld rein. Sehr schön. Erreiche System. Profit Center Alpha. Höhlenteile werden auch wieder produziert und da kommt schon der nächste Hightech-Händler. Ich sag ja, Höhlenteile werden auf jeden Fall gekauft. Das ist halt, wie gesagt, wirklich eine Sache, die geht auf jeden Fall. Momentan verkaufe ich auch wirklich an alle, weil so hart wie es klingt, aber egal welcher Krieg da irgendwo tobt, das ist mir im Moment erstmal egal. Und ich denke auch, dass ich hier in profitabler Handel auf jeden Fall, sag ich mal, in einem der sichereren Gebiete sind. Und hier gibt es eigentlich auch alles, was ich brauche. Gas. Gut, die beiden Schiffe gibt es auch noch. Nicht, dass sie schon zwischendurch weggeschossen wurden. Da kommt der Erzschürfer, der liefert wieder Erz ab. System. Leuchtendes Versprechen. Ja, eventuell muss ich halt wirklich mal gucken, ob man das Ganze eventuell dann noch am Ende ein bisschen effizienter gestalten kann. Ich ahne, was wieder passiert ist. Ich vermute mal, der Autopilot hatte sich wieder abgeschaltet. Dann fliegen wir das Ganze eben manuell. Was soll's. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Dann fliegen wir das Ganze manuell. So. Autopilot. Wobei, jetzt sollte ja nichts mehr schief gehen. Bin jetzt mal sehr gespannt, ob denn da jetzt Agnostik gibt. Und dann würde ich im Anschluss auch gleich mal testen, ob es denn bei den anderen Teladi-Stationen auch so ist, dass der Händler das gleiche verkauft. Weil das würde ja bedeuten, Agnostik gibt es halt grundsätzlich bei allen Teladi-Stationen. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Egosoft das so kompliziert gemacht hat, dass es bei irgendeiner Station nur Agnostik gibt und das eventuell nichts mit einer Station oder einer Fraktion in dem Fall zu tun hat. Erlaubnis erteilt. Gut, dann wollen wir mal landen. Bin sehr gespannt. Wenn das jetzt so hinhaut, wird Mart 74 auf jeden Fall Abonnent des Monats. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ich meine nämlich auch bei den Teladi bin ich gar nicht gewesen. Um danach zu gucken. Aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Okay, das war das Laufband. Ich habe einen kleinen Schrecken gerade gekriegt. Na, ich sehe jetzt den Händler gerade nicht. Also machen wir das jetzt auf dem einfachsten Weg. Trommelwirbel. Was natürlich auch sein kann, ist, dass das ja auch bei jedem anders ist. Da haben wir eigentlich auch das Übliche. Nee. Leider, nein. Schade. Aber das ist jetzt halt so. Weil ich vermute auch mal, dass das auch bei jedem Spielstart neu ausgewürfelt wird, könnte ich mir vorstellen.
Ja, gucken, ob ich es nicht übersehen habe. Nee, leider nicht. Guten Profit. Das ist auch bei jedem Spieler anders. Es ist ja auch so, dass bei jedem Spielstart auch die Stationen etwas anders gesetzt sind. Also ich glaube, bis auf die Ausrüstungsdocks, Schiffswerften und so weiter, ist das alles immer am gleichen Platz, aber der Rest wird halt ausgewürfelt, was auch welche Station wo ist. Ja, Versuch war es wert. Mal schnell wieder aufs Schiff teleportieren. Zack, geht das schneller. Deswegen mache ich jetzt das nächste, was ich sagen wollte, nämlich... Mal gucken, wo er jetzt andockt, auf dem neuen 3er M-Dock oder noch auf dem alten. Ich guck mal, was ich jetzt im Inventar auf dem Lager noch, also auf dem Hauptquartier noch habe, in dem internen Lager. Weil mich jetzt auch interessiert, ob das, was mir im Inventar hier angezeigt ist, mein Gesamtinventar ist. Also sprich, das, was ich jetzt selbst in der Tasche habe. Oder ob das zusammen mit dem Lager angezeigt wird. In dem internen Lager auf dem Hauptquartier. Ich glaube nicht. Aber ja, doch, Sicherheitsumgehungssystem könnte natürlich schon fast sein. Ja, man sieht es leider nicht, was wo wie jetzt ist, aber gut. Na, Teladi, sind wir nicht mal weit weg vom Ehrenvorsitzenden. Dann dürfte ich nämlich dann auch große Schiffe kaufen und vor allen Dingen auch selber nutzen und fliegen. Aber erstmal zurück zum Hauptquartier. Weil das interessiert mich natürlich jetzt schon mal brennend. Ob ich da irgendwas zusammenfinden kann. Genau, die Ex hat jetzt hier die Container eingesammelt. Dann sammeln wir die Sicherheitscontainer auf und danach kann sie den Kram abladen. Vielleicht ist ja auch Ragnostik dabei. Wobei das ja, wobei es sind Container. Da sind auch die Sicherheitscontainer mit gemeint. Und nicht waren Container. Es ist halt manchmal nicht so einfach jetzt auseinander zu klabustern. Ist das der von eben schon, der Hightech-Händler? Erwarte Befehle. Module warten auf Lagerraum. Ja, ich habe zu wenig Lagerraum. Da ich ja bei den Teladi ja jetzt schon am weitesten bin. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Vielleicht sollte ich. Wo ist der Fraktionsrepräsentant? Das ist Ministerium, der war glaube ich hier. Genau. Da machen wir jetzt mal Folgendes. Entferne alle Aufträge und du dockst dann hier bei den Hauptfuzzi von den Teladi an. Den Fraktionsrepräsentanten. Och, warum auch immer du jetzt hier stehen bleibst. Noch irgendeinen alten Befehl. Okay, jetzt hat er eigentlich keinen mehr. Stopp. Da. Yanamusura 4. Da sollst du andocken. Ah, was ist jetzt dein Problem? Alle Befehle und Aufträge entfernen. Gut. Kennt er die Station nicht oder was ist hier los?
Genau, die Handelsstation. Docke an. Gut, ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt sein oder ihr Problem ist, aber dann... Erreiche System, Anspruch des Pontifex. Ah ja. Ah ja. Interessant. Wir machen es jetzt auf jeden Fall selber. Mann. Naja, manche Dinge muss man halt selber machen. Erreiche System, frommer Nebel. Manche Dinge muss man selber machen. Jetzt muss ich halt nur aufpassen, dass nicht der Autopilot sich wieder abschaltet. Einfach so mittendrin. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Da war er nämlich schon wieder aus. Erreiche System. Dreieinigkeit. System. Leuchtendes Versprechen. Genau, so, das hat schon mal funktioniert. Ich will mal gucken, ob ich mir nicht schon so ein größeres Lagermodul kaufen kann. Und da ich da ja den höheren Ruf habe, kann es sein, dass es dann noch mal ein bisschen günstiger für mich wird. Das ist aber nur eine Vermutung. Das kann ich jetzt nicht verifizieren. Schauen wir mal. Auf jeden Fall muss ich irgendwie noch zusehen, dass ich noch mehr Lagerkapazitäten bekomme. Ich meine, ein bisschen selber... Also ich brauche eigentlich auch gar nicht so viele Energiezellenplatz. Da reichen eigentlich 5000 und dann gebe ich dann hier nochmal ein bisschen mehr frei. Das könnte ich natürlich damit auch regeln halbwegs, ohne dass ich jetzt hier veredelte Metalle gehen halt auch weg wie Sau. Vielleicht muss ich nochmal einen zweiten Erdschürfer einsetzen. Erreiche System, Ianamos Sura. Okay. Ist auf jeden Fall ein Xenon. Aber der interessiert mich jetzt erstmal nicht. Genau, fliegen wir jetzt erstmal da in den Beschleuniger rein. Oh, das sah ja sogar mal richtig elegant aus. Genau, das ist die Teladi-Handelsstation und da müsste jetzt der Fraktionsrepräsentant sein. Oh, hier gibt es auch einige Xenon zum Abknallen. Fordere umgehend Verstärkung an. Was? Okay. Genau. Dann schauen wir mal hier. Und ich kann ja hier auch nochmal gucken, ob es die Agnus-Steak gibt. Das ist ja immer so noch so ein bisschen, was ich im Hinterkopf behalten muss. Und ja, erstmal geht es darum, gucken, wie das hier mit dem Lagerplatz aussieht. Autopilot ausgeschaltet. Teladi Handelsstation. Da müssen wir hier hinten rein.
Hat jetzt so ein bisschen was von Elite. Sind da Xenon hier? Ach du Scheiße. Die haben es aber auch mit den Konstruktionsschiffen. Aber gut, das... Da müssen sich die Teladi drum kümmern. Da kann ich jetzt nicht eingreifen. Nicht nochmal. Zumal da ja zwei... drei P-Schiffe dabei sind. Oh. Oh, fuck. Das sollte natürlich nicht passieren. Ja, vielleicht gleich. Man sollte nicht auf die Karte gucken, während man selber eigentlich noch ein Schiff zu fliegen hat. Das ist nicht klug. Kleine Memo an mich. Also das hat jetzt auf jeden Fall was von Elite hier. Wer weiß, vielleicht auch eine kleine Hommage von Egosoft an den Urvater dieses Genres. Ja gut, die sind an zwei Konstruktionsschiffen dran. Es juckt mich auf jeden Fall wieder in den Fingern, das ist gar keine Frage. Aber wir machen jetzt erstmal den Kram, den ich jetzt hier machen wollte. Hallo? Nemesis, Verteidiger. Ich sag bloß, bin jetzt auf der falschen Seite raus. Ja, da hinten muss ich hin. Oh Mann. Auf jeden Fall eins ist schon mal sicher. Ich meine, woran erinnert euch das? Genau. Wie so ein Stück Code, wo die Fliegen drumherum schwirren. So kommt mir das jetzt auch gerade vor. Ach guck, vielleicht helfe ich gleich nochmal. Ein bisschen was aushalten tue ich ja. Händlerbereich. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Kinder stets bei sich zu behalten. Ich grüße Sie. Kann ich helfen? Ich gehe mal davon aus, dass alle. Es ist überall das Gleiche. Die haben alle dieselben Sachen. Guten Profit. Naja. Dann ist das halt so. Dann zum Organisationsvertreter. Stimmt, hier war ich ja auch schon mal und habe mir meine eine Beförderung abgeholt, ne? Schön, Sie zu sehen, Freund. Module. Und zwar Lager. Teladi M-Container Lager. Ja, 500.000. Müsste jetzt eigentlich nochmal gucken, was der bei den Argonen kostet, aber 500.000 ist in Ordnung. Und es geht in erster Linie nur um den Containerlager. Feststoff und so weiter und Flüssigkeitslager, das reicht vollkommen aus. Kauf's jetzt einfach mal. Guten Profit Ihnen. Die Verteidigungsstation ist wahrscheinlich... Doch, die ist fertig. Aber hat die überhaupt Waffen an Bord? Weil irgendwie scheint die sich nicht zu wehren. Gut. Wir sind ja erstmal geschützt hier im... Vielleicht kann ich die Konstruktionsschiffe ja da rausholen, indem ich eins jetzt gleich anwähle und es fliegt dann zu meiner Station. Das wäre doch mal was. Problem wäre natürlich dann, wenn die Xenon hinterher fliegen. Das wäre dann nicht so gut.
Lagermodule. Genau, weil bei den Teladi sind die Lagermodule so vertikal nach unten. Das würde perfekt. Na komm. Manchmal noch ein bisschen fummelig. Kann man es hier nicht hier unten dran machen? Da wollte ich es eigentlich nicht haben. Fummel, Fummel, Fummel. Na, kommst du jetzt mal langsam? Ja, wie man sieht, bin ich noch nicht ganz so... Da kann man es dran machen. Wobei ich es eigentlich hier dran haben wollte. Aber gut, da geht's nicht. Egal, hier passt es auch dran. Genau, weil die Völker haben nicht auch unterschiedliche Ausrichtungen. Von ihren Modulen werden ja die ganzen Agronenlager ja alle nur hier in die Vertikale gehen, in die Horizontale gehen die Teladi-Containerlager in die Vertikale. So, dummerweise ist natürlich, die Station wird jetzt auch direkt angegriffen. Okay. Zum Bau anheuern. Mal gucken. Vielleicht klappt das ja. Und er bewegt sich dahin. Eventuell muss ich ihm gleich helfen. Und im Endeffekt... Ja gut, mir fehlt jetzt mein Transporteur. Den habe ich ja ins Universum geschickt. Aber im Endeffekt, die Echse könnte das doch machen. Echse, Inventar ablegen. Die könnte das machen. Also ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster mit dem Horizontal und Vertikal, aber ich meine, das ist so. Deswegen braucht man auch verschiedene Module der verschiedenen Völker, um halt vernünftige Anlagen bauen zu können, weil der Platz ist ja auch nicht unendlich in der ganzen Geschichte. Und die Echse kann jetzt im Endeffekt schon mal produzierte Hüllenteile in mein Baulager bringen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob es denn das Konstruktionsschiff dann jemals dahin schafft. Aber ich greife dann wahrscheinlich gleich auch mal ein. So, Bauplanen. Also Energiezellen haben wir noch genug. So, wir brauchen 285 Hüllenteile. Die haben wir ja sowieso zurecht gespart. Das passt also. Also Exe, du holst jetzt hier Waren transferieren mit Hauptquartier. Okay, du kriegst sowieso nicht alles auf einmal da rein, das macht aber nichts. Muss ich aber doch zurück, obwohl, nee, kann ich auch hier machen. Waren transferieren mit Baulager. Hüllenteile bestätigen. Danach wieder Waren transferieren mit Hauptquartier. Hüllenteile, zack. Danach Waren transferieren mit Baulager. Hüllenteile, zack. So, was brauchen wir dann noch? 61. Also, Waren transferieren mit Hauptquartier. Bestätigen. Waren transferieren mit Baulager. Zack. Gut, hat die Echse erstmal gut zu tun.
Und dann fehlen eigentlich nur noch Nanotronik, die wir von externen anliefern lassen können. Genau, da sind die Hüllenteile alle schon registriert. Das heißt, die waren schon reserviert. Da dürfte jetzt keiner mehr von externen kommen. Wir warten nochmal ab wegen dem Schätzwert, ob das dann auch wirklich so ist, dass es dann nur noch die Nanotronik. Weil 78 für 243.000 kann ich mir irgendwie gerade nicht so richtig vorstellen. Aber gut. Naja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, das nächste Bauprojekt ist in Auftrag gegeben. Ich werde mal sehen, ob ich jetzt in der nächsten Folge das Konstruktionsschiff irgendwie freischießen kann. Seid gespannt, ob mir das gelingt. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Für ein Abo freue ich mich natürlich auch tierisch. Vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.